Gut, dass Sie da sind. Das ist eine unkorrekt Sondersendung. Werner Faymann, Beruf Taxifahrer, Mission Bundeskanzler, Schicksal SPÖ-Chef, ist zurückgetreten. Es wurde schon eine Notfalls-Hotline eingerichtet. 40 100 in 4 Minuten ist er da. Ob Michael Häupl das Lenkrad des SPÖ-Taxis jetzt besser kontrollieren kann, hängt von der Verstellbarkeit des Lenkrads ab. Könnte schwierig werden. Aber ich bin mir sicher, Michi Häupl ist der richtige Mann für die Aufgabe. Bekanntlich ist er ja schon Dienstagmittag mit der Arbeit fertig. Entschuldigen Sie übrigens, ich komme direkt aus dem Newsbunker der österreichischen Zeitungsverleger. Die waren komplett von den Socken. Normalerweise sieht man eine Entscheidung Faymanns ja 2 Wochen vorher in der Kronenzeitung. Außerdem fürchtete man bei den Zeitungen heute schon einen totalen Zusammenbruch des Inseratenbusiness. Als dann durchdrang, dass Michael Häupl das Ruder in der SPÖ übernimmt, Champagner! Ja, auch in SPÖ-Kreisen war man überrascht. Nach Jahren des so konsequenten Misserfolgs erwarteten sich viele altgediente Rote jetzt eigentlich mehr staatliche Subventionen. Aber nach 8 Jahren und 18 Wahlniederlagen war klar, die SPÖ ist nicht mehr die Partei des kleinen Faymannes. Es kam, wie es kommen musste. Zuerst die Schlappe bei der Bundespräsidentschaftswahl, dann der interne Streit und schließlich der fatale Fehler, dass der 1. Mai-Feiertag auf einen Sonntag fiel. So musste Faymann eben spüren, wie es sich anfühlt. Das Ende der Willkommenskultur. Natürlich macht man sich jetzt auch Sorgen. Mein Gott, der Bur hat ja nichts Gescheites gelernt. Arbeitslos, schlecht ausgebildet, frustriert. Vielleicht geht er sogar zur FPÖ. Nach Brüssel. Nach Brüssel will er angeblich. Ja, soll man das denn auch noch zahlen? Aber bei den Roten wird sich schon irgendwann ein gut bezahltes Versorgungspostel finden. Bei SPÖ-Funktionären fällt das ja unter den Begriff Mindestsicherung. Und die gibt es dort sicher 14 Mal im Jahr. Es wird auch schon über die Wirtschaft spekuliert, wer weiß. Auch Ex-Kanzler Alfred Jodokus Gusenbauer schaffte damals den Sprung in die Fake-Privatwirtschaft als Consultant für Serbien und Kasachstan. Nordkorea wäre noch frei. Oder Faymann tauscht mit ÖBB-Chef Christian Kern und wird selbst ÖBB-Chef. Die Züge kommen dann zwar nicht vom Fleck, aber es gibt total freundliche Durchsagen. Oder er wird Weinbauer für einen Häupl mit Spezialisierung auf einen lieblichen Roten mit starkem Abgang. Ich glaube, er wird Richtwertspezialist bei einer Fabrik für Türen und Seitenteile. Lieber Werner, manche sagen, deine Erfolgsbilanz als Kanzler war mager. Andere sagen, sie war eine Katastrophe. Aber seien wir einfach froh über das, was in diesen 8 Jahren wirklich besser wurde. Deine Frisur. Muss man ihn lassen. Ne? Also machen wir es kurz. Faymann. Beimann.